two, three, four, five, six, do it! Willkommen bei der Staffel 5 ARK Survival Evolved. Wir spielen endlich mal wieder auf der Center Map und zwar auch im Redwood Biom. Und da stecken wir jetzt nämlich mittendrin. Wir haben schon einiges aufgebaut und ich hatte beim letzten Mal, also wir sind dann mit den Booten noch rübergefahren hier. Das ist ja ganz unten auf der Karte. Da habe ich nämlich gesehen, dass irgendwo in den Bergen da oben so wie eine, ich weiß nicht, eine Festung, aber ach, irgendwie eine Ruine oder so sein soll. Aber jetzt habe ich mich wahrscheinlich gerade verflogen. Das wollte ich mir jetzt ansehen. Aber jetzt habe ich irgendwie die Orientierung verloren. Das war oben auf einem Berg. Hier, das ist schon mal der Affenkopf. Ich sah das nur vom Floß aus, weil ich holte noch einen Biber rüber, den ich gezähmt hatte. Ich habe erst begonnen, so circa in der Mitte von der Map. Ja, genau, das ist da. Stimmt. Ich hab's gefunden. Und genau das war das, was ich gesehen habe. Und das möchte ich mir jetzt nämlich gerne mal anschauen. Natürlich nachts. Ja, wo ist der Biber hin? Was ist denn das? Ach, sieh an, das geht gar nicht weiter. Aha, da ist Schluss. Dann wird das wohl noch kommen. Da kann ich gar nirgendwo hoch. Ah, das ist nicht schlecht. Kann man ja gespannt... Ah, dort oben ist auch an. Jetzt sehe ich das auch erst. Kann man ja dann gespannt sein, was hier dann noch alles geschaffen wird. Aber ich finde es voll cool. Sind wir wieder auf der Center Map. Das ist echt so eine coole Karte. Wir hatten jetzt bereits eigentlich eine Location ausgesucht. Aber jetzt weiß ich nicht. Hier hat es ja überall so Bäume. Und wir spielen PvP. 24 Stunden durch ist das. Es ist zwar offline, Raiden ist verboten, aber ich glaube, die Lage, die wir haben, würde mir gefallen, aber ich weiß nicht, ob das klug ist, wenn wir da bauen. Ich bin übrigens mit Ghost Killer dran am Bauen. Der hat schon ein Gehege gebaut, aber der Platz ist schon zu klein, wir haben zu viele Tierchen. Da will er jetzt ausbauen und ich habe kräftig gefarmt, damit wir so schnell wie möglich das Baumhaus bauen können. Ich möchte das wahnsinnig groß machen. Muss ich gucken, dass ich mich nicht verirre. Wir sollten darüber. Aber es wäre halt toll gelegen, weil es auch am Wasser ist und so in der Schneise drin. Und hier sind das, ich weiß gar nicht, sind das die Pilze, die hier leuchten? Es sieht fast so aus. Unten an den Bäumen. Ich habe es mir wirklich, ich habe es auch schon im Server-Info-Video gesagt, ich habe mir das Ganze noch gar nicht angeschaut. Also wirklich, das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben jetzt erstmal die Location gesucht und hier, das seht ihr auch an der Karte, wo ich aufgedeckt habe. Viel habe ich wirklich nicht angeschaut. Ich möchte das gerne auch in den Let's Plays dann machen. Ist immer wieder witzig, wenn man das ganz spontan mal entdeckt. Und jetzt finde ich unsere Base nicht mehr, oder was? Warte mal, das war hier? Dann kann ich euch nämlich auch gleich zeigen, was ich mir so vorgestellt hatte, wo wir bauen möchten. Vielleicht, ach, wir werden das wahrscheinlich trotzdem tun. Hier hat es eben so ganz viele die Bäume. Und im Wasser wäre halt schon schön. Ich denke, das Risiko werden wir eingehen. Und da diese Dreiergruppe hier von diesen Bäumen, die sollten alle bebaubar sein. Und das wäre cool, wenn wir da was machen könnten und die vielleicht dann auch später miteinander verbinden könnten.
Und da ist unser kleines Häuschen. Ghost hat das bereits jetzt mit Steinen ausgebaut. Ich hatte erst nur mit Holz und da ist auch der Biber, den ihr vorhin gesucht habt. Das war übrigens auch eine Riesensache. Der war Mitte der Map, wo ich den getamed hatte. Erst wollte ich gar nicht hier bauen. Ich dachte, ich mache mal erstmal was, um hochzuleveln und so. Und dann kam dieser Biber, der Bond. Bis ich den hier hatte. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, er ist mir verreckt. Und dann kam aber glücklicherweise gestern noch das Update vom Server. Und dann wurde der noch 15 Minuten zurückgesetzt. Also wir wurden alle gekickt. Und jetzt hatte ich ihn wieder. Der wurde nämlich auf dem Weg dahin, wurde der getötet von einem Manta. Ich habe das mit dem Floß gemacht. Habe ich den geholt und ließ den hinterher schwimmen. Und da war ein böser Manta. Und da ist Ghost. Na, Biber gefunden. So. Und wir haben hier einen Dodorex. Aber das Problem ist, dass wir wirklich jetzt, es wird schon zu knapp jetzt mit dem Platz. Vieles haben wir noch gar nicht, wir haben ziemlich gefarmt. Das kann ich euch jetzt auch zeigen, er ist auch schon wieder fleißig dran. Nebenan ist auch da das Gehege für die Tierchen. Ja, tschüss und Türe zu, ne? Das ist sehr nett. Und die Ressourcen eigentlich für die Plattform sollten jetzt da sein. Jetzt muss ich gucken. Ach so, hier. Boah, jetzt habe ich mich erschrocken, ey. Denn, muss ich gucken, das ist aus Holz, war das genau hier. Baumplattformen und können wir jetzt vier erstellen. Das machen wir jetzt. Und dann schauen wir, wie wir diese setzen möchten. Level up schon wieder. Ist übrigens seit 20-fach auch XP und das Farmen, das Zähmen. Hunger und Durst habe ich ein bisschen zurückgestellt. Nicht ganz, aber sind die schon durch? Da. Ich nehme das da rein. Du bist überladen. Oh, Kacke. Die so schwer. Ja, die sind ja scheiße schwer. Geht das so? Das sollte, glaube ich, klappen. Nehmen wir zwei mit. Oh. Und jetzt ist blöd, dass das noch nicht morgen ist. Aber ich glaube, das geht gar nicht mehr lange. Ich klicke schon wieder falsch. Ja, gleich erwacht der Tag. Und dann müssen wir mal gucken. Wo ist jetzt Ghost hin? Ich denke, wir riskieren das. Ich finde es hier echt cool. Was ich noch installiert habe, ist der Drachenmod, obschon ich bis jetzt noch keinen gesehen habe. Wir hatten nämlich schon damals, als wir mal den eigenen Server noch hatten, hatten wir auch Probleme mit dem Center, dass das nicht so ganz hingehauen hat. Das werden wir dann. Ich muss da mal rumfragen bei den anderen Spielern, ob sie schon was gesehen haben. Ich war jetzt auch noch nicht eigentlich so an den Locations, wo die spawnen. Muss mich da auch mal schlau machen. Na komm schon runter. Und ich denke, wir setzen jetzt einfach mal die erste Baumplattform. Und zwar muss ich hier mal so. Scheiße, ich kann es euch nicht recht zeigen. Es sind drei Bäume hier. Die Riesenpflanzen, ey. Drei Bäume, die ich mir gut vorstellen könnte, dass wir die dann verbinden. Irgendwie. Irgendwie wird das schon gehen. Weil, was soll ich jetzt erstmal hier hin machen? Das war eigentlich so mein Favorisiert. Also, Favorisiert. Ich kann es nicht sagen. Dieser Baum wollte ich bebauen. So. Aber der ist ein bisschen weit weg von den anderen. Und diese drei stehen eben ein bisschen. Mal wegmachen. Diese drei Bäume sind ein wenig näher beieinander. Und deswegen denke ich, dass das hier mehr Sinn macht, wenn wir das hier bauen. Ich habe auch noch nie so diese Brücken gebaut, von Baum zu Baum. Deswegen
weiß ich gar nicht, ob es theoretisch möglich ist, dann zack. Ob das dann möglich ist, wirklich zu bebauen. Jetzt möchte ich hier ja noch eine. Oder soll ich erst eins? Ich weiß gar nicht. Husko, ich muss den mal fragen, was der meint. Die erste Idee ist ja meistens eigentlich die beste. Und ich ändere dann meine Ideen immer. Was mache ich denn hier? Weil geplant wäre dieser. Schon, ich könnte die zwei auch verbinden. Wir können eigentlich alles verbinden. Spielt doch keine Rolle. Ich baue hier, direkt neben dem Haus. Zack, einmal. Jetzt hole ich noch die anderen zwei und mache die noch oben drüber. So. Die waren hier drin. Die mit und jetzt fliegen wir hoch. Was mich nämlich auch interessieren würde, ist, ob ich da nur zwei übereinander bauen kann oder mehrere. Richtigen Baum sollte man auch erwischen. So. Zoom. Komm schon, flieg! Das habe ich nämlich auch noch nie getestet. So, käme da die nächste. Das funktioniert schon mal. Jetzt haben wir zwei. Aber ich denke, hier kommen dann oder gehen da die Äste weg. Aha, da ist dann Schluss. Gucken wir mal. Ja, dann ist dann, so wie das ausschaut, ist hier Schluss. Ah, das ist doch schade. So eine dritte wäre jetzt cool gewesen. Ja, da geht nichts mehr. Jetzt landen wir mal hier und dann gucken wir mal, wie weit wir wirklich entfernt sind von den anderen Bäumen, dass wir da vielleicht sonst von hier aus was... Oh, das, die Aussicht, der ist doch echt voll geil. Schaut euch das an. Aber ich habe keinen Plan, wie wir dann hier hochkommen ohne Flugtier. Aber ich denke, da kann mir dann Ghost auch helfen. Und da unten ist die Plattform, die ich vorhin gesetzt habe. Und ich glaube, jetzt mache ich hier noch die andere hin. Komm schon. Die machen wir unten. Dann klappt das doch mit Verbinden vielleicht, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Das müssen wir jetzt auch alles erst herausfinden. Und wieso geht das jetzt da nicht? So. Jetzt. Wie das alles dann funktionieren wird. So. Einmal, zweimal. Einmal. Jetzt muss ich nämlich gucken. Wir haben ja... Ich denke mit einem Strickkleid. Einige machen das ja mit Portale. Das haben wir aber hier nicht drauf. Dann müssen wir, ich denke, eine Strickleiter machen. Für... Weiß ich gar nicht, ob ich das schon... Doch, hier, Strickleiter. Fürs Holz, Stroh und Fasern brauchen wir. Schon wieder verklickt. So. Absteigen. Ich bin natürlich gestorben, deswegen habe ich auch nichts an. Nur das Nöt... Boah, das Nötigste dabei. Mensch. Aber hier sollten noch eigentlich Waffen und so sein. Ja, genau. Ein Speer, eine Axt müssen wir mitnehmen. Und eine Metallpike. So. Machen wir nämlich Strickleitern. Gehe ich mal ein bisschen in diese Richtung. Kann ich den auch abbauen? Ne. Kann ich einfach durchrauschen.
Suchen wir mal normale Bäume. Und was habe ich gesagt? Ich brauche noch für die Holz, Stroh und Fasern. Gut, dann nehmen wir gleich hier Fasern mit. Und wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir dann oben so ein kleines Fundament bauen, damit wir da hoch und runter können. Aber es sieht schon, ich find's mega. Es ist mega schön hier. Die Blümchen, Büschchen. Ein Biberbau. Wie geil ist das denn? Riesenbiber dann. Ich öffne nicht. Das endete das letzte Mal mal tödlich, als ich das gemacht hatte. Auch wenn kein Biber in Sicht ist. Der vergisst das nie. Nie, nie. So, Holz, Stroh. Das reicht wahrscheinlich jetzt auch. Und mal gucken, ob wir da irgendwo... Genau. Was kommt da? Ich sehe es nicht. Uah. Genau. Was denn jetzt? Getötet habe oder wie? So, Mensch. Fasern, 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 Fasern. Da müssen wir dann uns wirklich mal umschauen, wo da diese Ressourcen sind. Hier ist es ja gar nicht. Hat es gar nicht viel. Schon wieder ein Pumpel. Ich muss mal zu meinen Tieren, die mir helfen. Was ist das? Ich muss raus. Lauf! Da bin ich gleich tot. Wo ist mein Großer? Hilf mir! Bitte helf mir! Helf mir! Helf mir! Helf mir! Ja, helf mir! Genau, so ist das drin. Oh, schon gefressen, Mensch. Hallo? Ich hatte dich doch erst gefüttert. Gut. Manchmal hasse ich das Spiel echt. So. Ja, die Kackfasern. Ich mal hier noch gucken, ob ich was finde. Ich glaube, so 4-5 Stück brauchen wir dann schon. Busch. Ich brauche Fasern. Ich weiß aber nicht, ob man diese Bäume da, die da, das Gebüschzeugs, da, ob man das dann auch abbauen kann. Also ich meine da diese hier da. Und wie ist das jetzt noch nicht so? Aber das wäre natürlich cool, wenn das dann... Ah doch! Ist doch voll. Das geht schon. Cool. Hätte ich gar nicht so weit weg müssen. Das geht hier. Ach so, ich war da in einem Baum drin. Hier? Geht das hier? Ja, das geht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mal gucken, jetzt machen wir die Strickleitern bereit. Wie viele kann ich denn machen? Eine. Stroh. Stroh, Stroh, Stroh. Da kann ich nicht hier. So. Ja. Das wird auch hier reichen. 5 Stück würde ich gerne machen. Wenn nicht sogar lieber mehr. Und das fehlt jetzt schon wieder. Was?
Gut, ich mache jetzt mal die Strickleiter. Jetzt weiß ich ja, wo ich die Sachen bekomme. Dass diese kleinen Bäumchen mir die nötigen Ressourcen dann noch geben. Ich habe immer die blöden Büsche gesucht. Und dann schauen wir, dass wir da hinten, dass wir da was machen können, um zu bauen. Also hochkommen ohne Flugtier. Und das seht ihr dann im nächsten Let's Play von Redwood auf der Center Map. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.